Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Unserem Craft. Deine Craft. Allen Craft. Ja. Mit Hallo schon Monkey Island. Musik. So, wir müssen jetzt erstmal Lucky Lucky machen. Wir brauchen. Ich kann erstmal hier und da von den Baum weghauen. Die brauchen wir erstmal nicht. Kommen wir auch rüber. So, das kann hier rein. Wir brauchen ein paar Stickies. Weil wir brauchen irgendwo. Wir brauchen irgendwo Treppen noch. Leitern. Leitern. Warte mal. Da müssen wir irgendwas zu Stickies vorbereiten. Ne? Spieß. Geht es nicht? Das kann doch nicht sein, da. Warum nix da? Aber warte mal. Warte mal, nehmen wir den hoch. Probier's mal. Nee. Schade. Aber irgendwo hatten wir noch Holz. Wie können wir zu Stickies machen? Hier haben wir auch Holz drin. Hier haben wir noch ein paar Stickies. Haben wir noch Erde drin. Oh, ansonsten haben wir hier auch. Wieso krabbelt mein Ohr so? Wir hatten doch irgendwo noch einen Stämmel. Das sind nicht die Stümmel in deiner Hose, sondern ein Stämmel in der Kiste. Da, guck mal. Dann nehmen wir uns einfach das, machen das zu dem hier, dann machen wir das zu dem, das nochmal zu dem und dann... Das hauen wir hier rein. Söhle, Popöle. Dann brauchen wir hier. Ach ne, brauchen wir nicht, weil wir haben ja die hier. Zack. So. Den möchten wir mitnehmen. Möchten wir mal reparieren eigentlich, ne? Da brauchen wir noch ein bisschen Cleanstone. Ein klein wenig Cleanstone können wir gebrauchen. Was tut mir eigentlich hier schon wieder alle rumgammeln? Also. Drüben fehlt nämlich auch noch Cleanstone. Hier. Weiß schon. Löbbel-Dings da rumst da und so. Da gehen wir mal hier oben etwas Cleanstone abschrauben. Erschrocken, ey, kommen wir einfach eine Katze aus. Wieso stehen hier schon wieder irgendwelche Villager rum? Hier wird bald alles voll sein, ne? So, abwärts, Freunde, abwärts. Wir müssen runter in den Bunker. So, hier war auch nichts mehr drin. Oh ja, hier hat man noch was. Hier hat man auch noch was. Die Stickmats. Sehr gut. So, mal gucken, ob es ein neues Update gibt. Ne? Wir haben schon ein bisschen was geschafft, ne? Das Problem ist halt jetzt, mittlerweile hast du so viel Bull-Lit. Ja, ne? Einfach anstrengend geworden ist, dass wir hier wenn
Weil dort hast du noch mehr von den Bumsen. Oh, ey. Das ist gleich alles wegmachen. Bei 11. Der ganze Peter hier wird uns einfach nur übelst abnerven. Du siehst hier schon alles voll mit diesem ganzen doofen Scheißzeug. So, hier kannst du auch gleich ausbuddeln. Das reicht dann aber auch mal mit dem ganzen. Ich will doch bloß Cleanstone und nicht so Mumpitz hier, sag mal. Freunde. Das Problem ist, wir müssen das hier halt runterscherbeln, ne? Nützt ja alles nicht. Wird mal ganz böses Erwachen geben hier. Das heißt, wir schlagen einfach erstmal das Zeug raus, was wir brauchen. Den Rest lassen wir erstmal stehen. Das können wir jetzt beim nächsten Mal machen, weil eine Spitzhacke lässt nämlich dann auch schon nach. Das bedeutet, wir sollten erstmal uns darauf konzentrieren, schnell das Zeug hier rauszuschlagen, was wir brauchen und gut ist. Damit wir bei unseren Turmelis weiter können. Wo schon mal die Spitzhacke in Augenschein nehmen hier. Damit wir ja nicht kaputt machen. So, da drüben haben wir noch zwei. Ich freue mich generell auf den Tag, an dem wir hier hoch unten angekommen sind. Das sind noch ja, über 100 Blöcke. Weit über 100 Blöcke. Das wird noch eine Arbeit, die wird schnell. Das Geile ist, wenn wir dann hier das Ding ausgebaut haben, müssen wir wieder hochbauen. Wie viel haben wir jetzt? 3 Specks von dem Shit. Da haben wir noch einen. Das ist ja, also das ist ja leicht zum Kötteln. Noch haben wir wohl was auf unserer Spitzhacke drauf. Machen wir weiter. Noch haben wir was auf der Spitzhacke drauf. Ach ja, da gab's wieder einen. Jetzt vor ein paar Tagen. Das ist jetzt Samstag haben wir heute. Ich nehme das hier gerade am Mittwoch auf. Samstag kommt die Folge raus. Und jetzt am Mittwoch habe ich auf YouTube natürlich die Sache mit gewissen Streamerinnen und anderen YouTubern mitgekriegt. Ne? Was man so mitkriegt, wenn man so gewisse Leute verfolgt. Ne? Und da gibt es ja einige Vorwürfe gerade wieder. Ne? Da habe ich das Statement gesehen von der Streamerin. Da wurde, denke ich mal, zu zaghaft mit der Sache umgegangen, weil, ne, die Vorwürfe, die sie gedroppt hat, finde ich persönlich. Also, wenn man das mit mir abgezogen hätte, denke ich,
da müsste schon mehr kommen als ein Gespräch. Und wenn der jetzt einer kommt auf einmal so von wegen, ja, ah, wir können jetzt sprechen und so, jetzt, ne, so ein paar Jahre später, ah, lass uns doch sprechen darüber. Und ja, nee. Man kann ja reden, ne? Das ist ja kein Thema und, oder so, aber dann würde ich mir die Frage stellen, warum auf einmal jetzt? Warum auf einmal jetzt? Ne? Hat er denn einen Vorteil daraus gezogen, dass wir jetzt auf einmal das klären möchten? Damit es bei... Im Moment. Damit es bei gewissen Vorhaben, die man jetzt so tätigt auf Twitch, keine Probleme gibt, dass man keine negative Presse bekommt. Oder negative, ne? Das sind ja irgendwelche YouTuber anfangen, Videos zu erstellen zu deiner Person, weil du einen sehr fürchterlichen Charakter hast, so haben scheinst. Ne? Weiß man ja nicht. Aber so, was ich gehört habe, Digga, möchte ich das nicht als Freund haben. Ich möchte es auch nicht meinen Freund nennen müssen. Weil, Alter, das ist irgendwo, finde ich, eine Grenze überschritten. Wenn du dann sagst hier, ja, das gefällt mir, vor allem nicht der Grund überhaupt, ne? Das gefällt mir nicht, weil du, ja, da hast das Sprichwort betroffene Hunde bellen, weißt du? Oder getroffene Hunde bellen. Na, das ist so, ich weiß ja nicht, du, ich weiß ja nicht, du. Naja, und wie sagt das Schulmann, denke ich mal, hat ein bisschen zu weich, warmherzig drauf reagiert. Sie wissen natürlich aus der Welt schaffen, ne? Man möchte schon mit anderen Leuten anlegen und so, aber du, die, wenn du mir keine Blumen schenkst, dann schenke ich dir auch keine Blumen. Und der Junge hat ja überhaupt keine Blumen geschenkt, ne? Und man kann es ja jetzt nicht sagen, da ist ja auch noch getroppt, der hat es ja auch noch gesagt, ne? Von wegen. Ja, er hat es vielleicht nicht gewusst und so. Und ja, aber wenn er aktiv sein Management auf dich zu dir schickt und sagt, ja, ich hab okay Bock mit dir zu reden, die hier verpiss dich, so nach dem Motto. Schwierig. Doch schon schwierig. Doch, ist schon schwierig dann. Zu sagen, oh, ich hab das gar nicht gewusst. Das hab ich gar nicht so wahrgenommen. Na, dann bist du aber menschlich gesehen doch schon das Letzte im Gliede. Würde ich behaupten. Nee, also, boah. War schon heftig. Heftig. Aber, du, jeder geht mit solchen Sachen anders um. Ich persönlich wäre dann halt nicht so damit umgegangen. Ne? Ich meine, man will jetzt auch niemanden bösartig ein Bein stellen oder so, ne? Aber man sollte schon. Gerade bei Personen des öffentlichen Lebens, und das sind immer Streamer und YouTuber mittlerweile, sollte man schon wissen, wie die Leute so drauf sind, ne? Ich meine, du kannst privat auch ganz anders drauf sein, als du dich hier gibst, weißt du, wie ich meine? Ich bin auch ganz anders, als ich mich hier gebe. Ich bin eigentlich ein Narzisst, hoch 10, ne? Und mache nie was für andere. Ich bin einfach so ein richtig bösartiger Mensch. Aber mir krabbelt die Wade. Das soll erstmal reichen, da können wir erstmal rumbauen. Also, ne? Ich klaue zum Beispiel kleinen Kindern einen Lolli und lach die dann aus, weißt du, wie ich meine? Halt, du bist der Gangster. Was haben wir hier noch drin? Ein bisschen davon? Ja, mein Gott. Nicht, was wir jetzt wirklich brauchen könnten. Da putzelt ein Golem wieder, oho, ein Golem, der putzelt weg, haha, ha, du. Und oben wachsen die Dings, der Bambussträucher, die Blöde. So, da können wir wenigstens erstmal weiter. Wir sollten dann auch endlich mal anfangen, mein Lore in Betrieb zu nehmen, ne? Wenn wir bauen, so, haben ewige Zeiten daran gehangen, so das Lore zu bauen, und jetzt bleiben wir trotzdem bei den Kisten hier, also. Irgendwas kann auch in meinem Hirn nicht ganz so fresh sein, wa? So, schön.
machen wir das jetzt hier? Ja, da fehlt noch was zu machen. So. Jetzt geht's los. Schweineschinken-Toast. Und dann müssen wir auch noch ausbauen, unsere schönen Buden hier, nicht? Wir haben noch so viel zu tun. So viele schöne Sachen haben wir noch zu tun. Ich würde erstmal hier, wie gesagt, die Festung fertig bauen wollen. Auf dass wir da erstmal ein Bild haben, wie es aussehen könnte, sollte, müsste. Und dann die Mauer noch upgraden. Die Mauern upgraden, fertig. Und dann müssen wir auch noch ausfüllen, alles mit Erde. Das wäre auch noch was wir tun könnten, dürften, müssten, sollten. Ja, das ist ja alles, ich freue mich auch schon richtig darauf, hier endlich klare Spuren zu sehen und hier endlich etwas Beneidenswertes zu erschaffen. So, machen wir weg den Wurzeln hier. Dann schauen wir mal hier oben rum. Da klatschen wir den Dicken hier mal im Zack. Alter, bist du weit beschissen oder sowas? Ist das runtergefallen? Nein. Du sollst das hier reinbauen, du Saftsack. Also so ganz leicht, völlig deplatziert im Hirn. Aber macht nichts. Dagegen gibt's Tabletten. So. Na. Die Menge an Tabletten, die du da fressen müsstest, Digga, die gibt's aber nicht. So. Bäh, dann war das schnell. Schneller als Sonic, schneller als Flash, schneller als alles auf der Welt, Diggi, schneller als deine Mama. Nein, deine Mama ist cool. Sag ich dir, attestier. Und wenn sie das nie ist, dann ist es eben nicht. So, den hier rein. Söchen, Böchen, ich hoffe, dass du müde. Ja, moin. Genau das muss er hin. Genau da muss er hin, die. So. Ja, das, genau dort muss der auch hin. Zack. Hier schlagen wir wieder ein Loch rein. Und dann brauchen wir mal die hier. Und der Pünst. Dann können die wieder zwei rein. Die nehmen wir raus. Den hier schlagen wir auch nochmal raus hier. Zacki mit Maggi. Wie weit waren denn? Hier hat man bloß halt keinen 3. Ne? Effizienz fehlt hier auch noch drauf. Effizienz 5. So. Also, mir gefallen die großen Türme schon recht besser. Ne? Also, wir haben ja dort unten die kleineren Türme und die sehen. Boah, weiß ja nicht. Man hätte halt auch die nehmen sollen. Aber vielleicht ist das ein kleiner Akzentunterschied, dass das hier oben viel krassere Türme sind als dort unten, weil die halt einfach ins Gym gehen und fett trainiert haben. Deswegen sind die so aufgeblustert. Das ist ein Schaf. Man, Schaf, du Schaf. So. Mir krabbelt's Näschen. So, da wird's sorgen. Mit diesem Bild gehen wir dann in die
Folgenpause, Folgenende. Ins Folgenende gehen wir damit. Ich würde sagen, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao mit V. Männlich.